Mitte der 1930er zeigten die Italiener erneut Interesse an bemannten Torpedos. Mussolini hielt sie für eine Superwaffe, welche die Royal Navy zerstören konnte und die Pläne des Duce gefährdete. 1935 entwickelten die Italiener einen Prototyp basierend auf dem 533 mm Torpedo ihrer Marine. Im gleichen Jahr bauten die Italiener in der Mündung des Serchio zwischen La Spezia und Livorno eine geheime Lenktorpedo-Ausbildungsbasis, in der die Taucher der Angriffsflotte die Superwaffe meistern konnten.